Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Vertrauen und ich werde Sie nicht enttäuschen. Ja, Herr Preisinger, ich nehme die Wahl gerne an. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, zur diesjährigen ordentlichen Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. darf ich Sie, liebe Mitglieder, im Namen des FC Bayern sehr herzlich begrüßen. Wir müssen im Austausch bleiben. Das war eine wichtige Lehre. Ja, das war die wichtigste Lehre nach der Hauptversammlung im vergangenen Jahr und den Diskussionen um Katar. Und ich erhalte seitdem sehr, sehr viele positive Rückmeldungen von Ihnen. Ich habe in den vergangenen Monaten Fanclub-Treffen in allen 7 bayerischen Regierungsbezirken besucht, weil ich wissen wollte, was Sie alle bewegt und weil ich mich Ihren Fragen stellen wollte. Es waren interessante Gespräche, tolle Gespräche, kontrovers, leidenschaftlich, lebendig. Und genau so soll ein Verein sein. Leidenschaftlich, lebendig. Ich konnte viele Erkenntnisse an die Sevener Straße mitnehmen. Genauso aus unseren neuen Dialogformaten, wie zum Beispiel unseren Workshop mit unseren Mitgliedern. Wir stehen als Gesamtverein mit allen Abteilungen weiterhin absolut stabil da. Sogar mehr als das. Wir haben jedes Jahr in diesen 3 Jahren der Corona-Pandemie Gewinne erwirtschaftet. Wir werden uns als FC Bayern München weiter engagieren und wir werden weiter Zeichen setzen. Und ich denke, ich spreche hier im Namen der ganzen FC Bayern-Familie. Dieser sinnlose Krieg muss enden. Auf unserem FC Bayern Campus haben wir mit dem SOS Kinderdorf die Arena of Change eingerichtet. Wir starten hier das 3. Jahr, in dem wir Mädchen und Jungen aus München und Umgebung Förderung zuteilwerden lassen. Wir beleuchten zudem unsere Allianz Arena regelmäßig bunt, um uns für Vielfalt einzusetzen. Und natürlich wollen wir auch gesellschaftlich weiterhin ein Vorbild bleiben, weil dieses gesellschaftliche Engagement ein Teil unserer Club-DNA ist. Bayern München muss immer Bayern München bleiben. Der FC Bayern darf und wird niemals ein kickender Konzern sein. Der FC Bayern wird immer ein besonderer Club bleiben. Ein Club, der Maßstäbe setzt und der die Richtung vorgibt. Ein Club, bei dem wir alle uns zu Hause fühlen. Mein größter Dank gilt allerdings euch, euch liebe Fans, für euren Beistand, für euer Herz, für euren Einsatz. Wo auch immer der FC Bayern antritt, wir können uns darauf verlassen, dass ihr hinter unserem Team und hinter unserem Verein steht. Und gemeinsam mit euch und mit diesen 295.000 Mitgliedern wollen wir weiterhin Geschichte schreiben. Natürlich, uns erwartet morgen ein ganz schwieriger Gegner, aber ich bin mir sicher, dass in der Allianz Arena seid ihr auch gefordert, ne? Wir sowieso, das wissen wir ja, das können wir ja täglich irgendwo nachlesen. Also wir haben ein schwieriges Spiel, ihr habt scheinbar auch noch ein bisschen was vor euch und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Veranstaltung und viel Glück morgen. Bei Ihnen, liebe Mitglieder, möchte ich mich ganz herzlich für das Vertrauen in den letzten 3 Amtsperioden, ja es sind tatsächlich schon fast 9 Jahre, die ich im Präsidium bin, bedanken. Die Erfüllung der Erwartungen all unserer Mitglieder bei den Fantreffen, bei den Präsidentengesprächen, bei den Ehrungstagen, bei all den täglichen Wünschen und Vorstellungen, die an der Sevener Straße eingehen, ist manchmal schwierig. Wir alle im Präsidium versuchen natürlich unser Bestes zu geben, aber das ist nicht immer ganz so einfach, wie es nach außen erscheint. Es handelt sich zwar um das schönste Ehrenamt der Welt, aber halt doch um ein Ehrenamt. Ohne Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis wäre das Ganze also gar nicht möglich. Und ich möchte Sie herzlich bitten, uns auch in Zukunft, so gut es geht, zu unterstützen und unserem FC Bayern die Treue zu halten. Sie, liebe Mitglieder und all unsere Fans, sind das Herzstück unseres Clubs. Ohne Sie wäre der FC Bayern nicht das, was er ist. Ich würde mich sehr freuen,
wenn Sie unserem Präsidiumsteam erneut Ihr Vertrauen schenken und darf Ihnen von ganzem Herzen versichern, dass wir alles tun werden, um unseren Club in der Erfolgsspur zu halten. Ich verspreche Ihnen auch, dass der wahre Fußball, also die Tradition, Leidenschaft, Bodenständigkeit oder ganz einfach unser Mir sein Mir für uns immer Leitmotiv sein wird. Wir sind stolz auf inzwischen 1.900 aktive Sportlerinnen und Sportler in unseren Abteilungen. Und ich sage Ihnen im Namen des Präsidiums weiterhin unsere Unterstützung zu. In allen Abteilungen wächst was für die Zukunft heran. Auch das sind wir und auch das ist der FC Bayern. Und uns ist es besonders wichtig, neben sportlichen Erfolgen auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Deshalb liegt mir das Engagement unserer Abteilungen auch über das Sporttreiben hinaus sehr am Herzen. Im Rahmen der clubübergreifenden Initiativen Rot gegen Rassismus und We Move Together haben sich diverse Abteilungen zum Beispiel beim Rot gegen Rassismus Wochenende am Campus und mit eigenen Turnieren sportlich eingebracht, sich klar gegen Antidiskriminierung positioniert und Geflüchteten ein kostenloses Sportangebot ermöglicht. Das finde ich ganz große Klasse. Wir wollen diese unglaubliche Serie fortsetzen und damit müssen wir morgen anfangen und das müssen wir morgen auch gegen den SC Freiburg zeigen. Und was den DFB-Pokal und auch die Champions League angeht, habe ich diese beiden Finaltermine in Berlin und in Istanbul, ich habe die diesmal rot markiert. Und zwar Bayern-Rot. Denn wir stehen nicht nur im Transfermarkt, im Wettbewerb mit Clubs, die auf wesentlich höhere TV-Einnahmen zählen können oder die Investoren hinter sich haben. Nur mal eine Zahl. Die englische Premier League hat 2022 ungefähr so viel Geld für Transfers ausgegeben wie die anderen vier europäischen Ligen zusammen. Und in diesem Umfeld, da schlagen wir uns bislang großartig. Und darauf können wir als Verein stolz sein. Und wir können auch stolz sein, dass eben Spieler wie ein Sadio Mané oder auch ein Matthijs de Ligt, ich habe es gesagt, dass die nur zu uns wollen, weil wir eben auch mehr sind. Und zwar viel mehr als das oft viel zitierte Festgeldkonto. Und wir sind für die Zukunft bestens aufgestellt. Wir vertrauen uns und wir verlassen uns aufeinander. Und eines, das eint uns in jedem Moment, auch wenn es um wichtige Entscheidungen geht, nämlich das Wissen, dass es zum Schluss immer nur um den Erfolg des FC Bayern geht. Ohne Fans, ohne Zuschauer ist der Fußball nichts. Und deswegen mein ganz besonderer Dank an unsere Fans für ihre Leidenschaft und auch für ihr Vertrauen und Ihnen, unseren Mitgliedern, dafür, dass Sie ja das Rückgrat und auch die Stärke unseres Vereins sind. Und einige Fans, und das respektiere ich, die sehen die Kooperation, die wir haben mit unserem Partner Qatar Airways, sehr kritisch. Und deshalb haben wir uns auch seit dieser Hauptversammlung mehrmals mit engagierten Mitgliedern getroffen. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben diskutiert und teilweise mit sehr unterschiedlichen Standpunkten. Übrigens auch unterschiedlichen Standpunkten unter den Fans. Und nächste Treffen, die sind auch bereits zu diesem Thema schon vereinbart. Wir bleiben im Gespräch und ich habe immer gesagt, dass mir das im Gespräch bleiben, dass mir das sehr wichtig ist. Und ich habe in meinem Leben eines gelernt. Wer etwas verändern will, wer etwas anstoßen will, der muss Menschen begegnen. Der muss mit ihnen reden. Der muss sich austauschen, statt sie auszugrenzen. Der muss zuhören, der muss verstehen und der muss erklären. Und genau das tun wir auch innerhalb der Partnerschaft mit Qatar Airways. Und wir werden das Thema, und das haben wir auch immer gesagt, nach der Fußball-Weltmeisterschaft mit unserem Partner, mit Qatar Airways,
Wir werden das weiter intensiv besprechen. Wir werden alles abwägen und wir werden dann für den FC Bayern eine Lösung finden. Im Abschluss des Konzerns, das sogenannte EBITDA, das ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Sehr wichtig, weil da zeigt sich eigentlich die operative Kraft unseres Unternehmens, nämlich ob wir das verdienen, was wir auch ausgeben, hat sich um über 30% auf knapp 131 Millionen Euro erhöht. Und genauso erfreulich wie diese Steigerung ist dann natürlich auch das Ergebnis vor Steuer und das Ergebnis nach Steuer. Es ist uns gelungen, das Ergebnis vor Steuern zu verdreifachen auf 17,1 Millionen und das Ergebnis nach Steuer zu versechsfachen auf gute 12 Millionen im vergangenen Jahr. Das ist aller Ehren wert. Weil wenn Sie jetzt sehen, wie sich der Umsatz in den vergangenen Jahren entwickelt hat, dann ist es wieder gelungen, eine leichte Steigerung zu erzielen. Wir haben 2 Jahre Corona-bedingt Umsatzrückgänge gehabt. Auch im letzten Jahr haben wir noch viele, viele Monate mit beschränkten Zulassungszahlen arbeiten müssen und trotzdem hat sich der Umsatz gesteigert. Und das Ganze zeigt sich dann auch in der Entwicklung des Konzernjahresüberschusses. Hier wunderbar 12,7 Millionen und ich sage nicht zu viel an dieser Stelle und auch bin auch nicht so optimistisch. Ich bin mir sicher, dass an dieser Stelle wir eine Ergebnisumkehr auch für die nächsten Jahre verzeichnen können. Und Sie werden sehen, auch dieses Jahr wird ein recht erfreuliches Jahr. Wir sind gut durch diese Jahre gekommen. Das Jahr 2023 ist, weiß Gott, kein einfaches Jahr. Und wir haben mit ganz vielen Schwierigkeiten, wie Sie alle, zu kämpfen. Steigende Gaspreise, Energiepreise, Inflation und so weiter. Trotzdem, und auch aufgrund der Aktivitäten natürlich im Sommer, und das habe ich selten an dieser Stelle gemacht, und trotzdem werden wir dieses Jahr ein, aus meiner Sicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit, es sei denn, wir kriegen nochmal Zuschauerbeschränkungen, neuen Rekordumsatz von mindestens 770 Millionen Euro in der Saison 2022-23 schreiben. Sie sehen, der FC Bayern steht wirtschaftlich solide da, auf einem mehr als ordentlichen und gesunden Fundament. Und wir können alle trotz schwieriger Rahmenbedingungen wirklich positiv für den FC Bayern in die Zukunft blicken. Für mich ist das heute ein besonderer Tag. Ich habe mich gefreut, zum Abschluss nochmal solche Zahlen präsentieren zu dürfen. Es ist zu früh, sich zu verabschieden, aber in dieser Runde, an diesem Pult, auf dieser Bühne, ist es für mich das letzte Mal und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen für 10 außergewöhnliche Jahre zu bedanken. Zehn Jahre, in welchen wir sportlich alles erreicht haben und wirtschaftlich die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte hatten. Wir haben uns heute gegenseitig schon gedankt. Ich möchte das trotzdem auch noch einmal machen. Ich möchte meinen Vorstandskollegen danken. Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic an die Jung. Es ist eine Freude, mit euch zu arbeiten. Vielen Dank für das Vertrauen. Es war eine gute Zeit. Mit Herbert Heiner als Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden an der Spitze, genauso wie dem Präsidium und auch dem Verwaltungsbeirat. Sie alle haben mir immer Zuspruch gegeben und auch durchaus den ein oder anderen guten Rat, welcher mir im täglichen Leben geholfen hat. Lieben Dank dafür. Ein besonders herzlicher Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ohne deren Engagement, Leidenschaft, Einsatz, manchmal auch Leidensfähigkeit, wäre solche Ergebnisse, wie ich sie Ihnen heute präsentieren durfte und in den letzten 2 Jahren konnte, nicht möglich. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Es freut mich, das lassen Sie mich bitte noch anfügen, dass Sie in mir in all den Jahren immer etwas mehr gesehen haben, als nur den Mann, der hier oben steht und die Zahlen präsentiert. Denn auch wer rechnen kann, hat das Herz manchmal durchaus am rechten Fleck. Danke für 10 Jahre fantastischer Zeit, zahllose, wunderbare Momente, die ich nie vergessen werde. Meine Redezeit habe ich, glaube ich, überschritten. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt von Herzen alles, alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Servus, es war mir eine Ehre.